Willkommen! In diesem Video lernen Sie die Vorstellung kennen, die Flexikontale in ihrer Einführung in didaktisches Handeln zu Lehrplan, Curriculum, Lehrstoffen und Lehrzielen entwickelt haben. Flexikontale stellen zunächst das Recht der Gesellschaft heraus, Ziele und Inhalte öffentlicher Bildungseinrichtungen festzulegen. Das führt zu dem Problem, dass die Vorstellung in der Gesellschaft über die Ziele und Inhalte, die in öffentlichen Schulen vermittelt werden sollen, durchaus unterschiedlich sind. Neben diesen Differenzen sind aber auch die Differenzen zwischen älteren Menschen, die dazu in der Lage sind, die Ziele und Inhalte von Schule mitzubestimmen, und jüngeren Menschen, die durch diese Ziele und Inhalte bestimmt werden sollen, nicht immer unerheblich. Das könnte als Generationendifferenz bezeichnet werden. Es kann aus Sicht dieser Differenz relevant sein, die Vorstellungen der Lernenden mit zu berücksichtigen. Diese beiden Probleme verorten Flexikontale zunächst auf der zweiten Ebene des didaktischen Handelns, während die institutionellen, politischen und organisatorischen Entscheidungen auf der ersten Ebene angesiedelt sind. Wenn nun die institutionellen, politischen und organisatorischen Entscheidungen getroffen sind, wird, so Flexikontaler, meist eine Kommission eingesetzt, die dann den Lehrplan entwickelt. Dabei kritisieren Flexikontaler, dass solche Kommissionen häufig nicht öffentlich, schlecht informiert, ohne überregionale Koordination und ohne Rücksicht auf die Umsetzbarkeit arbeiten. Darüber hinaus konstatieren sie, dass Lehrpläne häufig völlig wirkungslos sind und keine Relevanz für die schulische Praxis haben. Daher schlagen Flexikontale vor, Lehrpläne durch Curricula zu ersetzen. Curricula zeichnen sich dadurch aus, dass die Lernziele als beobachtbares Verhalten der Lernenden angegeben wird. Zudem sollen die Lernziele systematisch erstellt und begründet werden, geeignete Lehrmittel zur Umsetzung gestaltet werden, Anweisungen für die Lehrenden zur Umsetzung erarbeitet werden und der Erfolg systematisch überprüft werden. Unterschieden wird dann zwischen offenen und geschlossenen Curricula. Offene Curricula werden detailliert ausgearbeitet und liefern gleichsam geschlossene Curricula werden detailliert ausgearbeitet und liefern gleichsam vorgefertigten Unterricht. Das macht aber nur Sinn, wenn der Unterricht dann durch Medien durchgeführt wird, nicht aber, wenn der Unterricht durch Lehrende durchgeführt wird. Für den Unterricht durch Lehrende werden offene Curricula bevorzugt, in denen Alternativen und Entscheidungsspielräume enthalten sind, die eine flexible Anpassung ermöglichen. Als ein weiteres Aufgabenfeld wird dann die Umsetzung von Lehrstoffen in Lernziele behandelt. Entscheidend dabei ist, dass Lehrstoffe, wie zum Beispiel das Thema die Seidenraupe, ganz unterschiedlich behandelt werden können. Allerdings lehnen Flexikontale die Orientierung von Lernzielen im Sinne einer bildungstheoretisch begründeten Auswahl der Ziele im Blick auf die Stoffe ab. Stattdessen schlagen sie vor, zunächst die Lernziele zu wählen und die Lernstoffe anhand der Lernziele festzulegen. Betont wird dabei die transparente Legitimation der Lernziele, die Adressaten berücksichtigt, klare Aussagen liefert und realisierbar sein soll. Um eine solche Darstellung zu erreichen, sollen in Anlehnung an Bloom und Quadwohl jeweils der kognitive, der affektive und der psychomotorische Bereich berücksichtigt werden. Um Lernziele zu formulieren, geben Flexikontale dann drei Schritte an. Zunächst gilt es, Lernziele zu entdecken, etwa in Arbeitsplatzanforderungen, Expertenbefragungen, Verfassungsnormen oder wissenschaftlichen Lehrbüchern. Dann gilt es, aus dem Gefundenen die Lernziele begründet auszuwählen. Flexik und Haller liefern dazu eine Übersicht über übliche didaktische und außerdidaktische Begründungen, die für Lernziele oft herangezogen werden. Diese Tätigkeit wird als kooperative Tätigkeit vorgestellt, an der Lehrende, Bildungswissenschaftler, Mediendidaktiker und vor allem auch die Adressatinnen und Adressaten beteiligt werden sollen. Zuletzt müssen Lernziele durch eine Angabe der Ziele in den genannten Bereichen spezifiziert werden.
Flexig und Haller beschäftigen sich zunächst mit den Kontexten, die für die Formulierung der Ziele und Inhalte relevant sind. Dabei werden gesellschaftliche Interessen und das Verhältnis zwischen älteren und jüngeren Menschen oder, besser, zwischen Lehrenden und Lernenden genannt. Damit werden zugleich Parteien identifiziert, die an der Entwicklung von Curricula berücksichtigt werden sollen. Die Entwicklung von Curricula soll in drei Schritten erfolgen. Zunächst sind Lernziele zu entdecken. Anschließend ist aus den entdeckten Lernzielen eine begründete Auswahl zu treffen. Dabei sollen auch die Adressatinnen und Adressaten beteiligt werden. Zuletzt sind Lernziele zu spezifizieren. Mit dem angegebenen Verfahren der Curriculumentwicklung haben Flexig und Haller einen pragmatischen Vorschlag gemacht. Dass mit Curricula die Orientierung für die Lehrenden besser sein kann als mit schwammigen und unpräzisen Lehrplänen, erscheint dabei plausibel. Der Prozess der Curriculumentwicklung ist dabei durchaus demokratisch konzipiert. Gesellschaftliche Interessen sollen dabei berücksichtigt werden, kommen allerdings nicht zentral vor, da diese Interessen auf der ersten Ebene des didaktischen Handelns verortet werden. Es ist auch klar, dass etwa die Entwicklung und der Beschluss der Verfassung eines Staates nicht in den Bereich der Bildungswissenschaft fällt, diesen aber durchaus bestimmen kann. Eine gesellschaftskritische Analyse liegt damit nicht im Rahmen des Ansatzes von Flexig und Haller. Auch eine bildungstheoretische Reflexion von Zielen und Inhalten kommt nicht vor. Es wäre zwar denkbar, diese Aspekte im Zuge der Befragung von Expertinnen und Experten mit einzubeziehen, der Stellenwert bleibt dann aber gering. Ähnliches gilt für Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler, die von Flexig und Haller nicht ausdrücklich genannt werden, sondern nur auf dem Wege der wissenschaftlichen Lehrbücher vorkommen. Interessant ist aber die nicht unerhebliche Freiheit der Adressatinnen und Adressaten, die durch die Beteiligung der Lernenden an der Curriculumentwicklung und durch die explizit genannte Möglichkeit der Lernenden zwischen Curricula zu wählen realisiert wird und damit zugleich die Aufforderung zur Realisierung der eigenen Freiheit enthält, was gegen die Intention von Flexig und Haller, dem Gedanken der Bildung, entspricht.